Kollegin Sarah Bergmann und ich, Judith Kuhlmann, kommen von der Universität Bielefeld und arbeiten dort in einem Verbundprojekt namens Shuffle an der Verbesserung von digitaler Barrierefreiheit an Hochschulen. Heute wollen wir Ihnen einen Einblick in unsere Projektergebnisse geben, die auch Ihnen helfen können, Geschichten der Zugänglichkeit an Ihren Hochschulen zu schreiben. Zuerst ein kurzer Überblick. Wie in jedem guten Buch starten auch wir mit einem Vorwort. Darin mache ich einen kleinen Problemaufriss und stelle Ihnen etwas ausführlicher unser Forschungsprojekt Shuffle vor. Und dann berichte ich Ihnen noch von der Bedarfserhebung, die wir zu Beginn der Projektlaufzeit gemacht haben. Danach starten wir in die Geschichte richtig rein. Jeder der drei Moodle-Kurse, die wir Ihnen vorstellen wollen, bekommt dafür ein eigenes Kapitel. Zuerst der Moodle-Kurs mit Anleitung zu Moodle-Kurse barrierefrei zu gestalten. Danach kommen wir zu dem Materialpaket barrierefreie Lehre und zuletzt zur strategischen Verankerung von digitaler Barrierefreiheit an Hochschulen. Seit einigen Jahren durchdringt die Digitalisierung die Hochschule und mindestens seit Corona ist auch in der Hochschullehre die Digitalisierung nicht mehr wegzudenken. Parallel dazu nimmt die Heterogenität der Studierendenschaft an deutschen Hochschulen enorm zu. Damit einher gehen eine Reihe Chancen und Potenziale. Allerdings nehmen auch die Risiken bezüglich der technischen und didaktischen Zugänglichkeit zu. Die aktuelle BEST3-Studie hat gezeigt, dass insgesamt rund 16% der Studierenden eine studienerschwerende Beeinträchtigung angeben. Nur mal so zum Vergleich, in den Jahren 2011 und 2016 waren das noch rund 8 oder rund 11%. Um das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe zu gewährleisten, muss die zunehmend digitalisierte Hochschullehre daher für alle Studierenden zugänglich gemacht werden. Zwar ist Barrierefreiheit auf mehreren Ebenen gesetzlich verankert, die Umsetzung dieser Anforderungen im Hochschulalltag ist jedoch noch gering. Und dieser Herausforderung nehmen wir uns in unserem Projekt Shuffle Hochschulinitiative Digitale Barrierefreiheit für alle an. Wir sind, wie schon gesagt, ein Verbundprojekt aus der Hochschule der Medien in Stuttgart, der Universität Bielefeld und den pädagogischen Hochschulen in Heidelberg und Freiburg. Und wir werden von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert. Unser Ziel ist es, die systematische Verbesserung der aktuellen Situation digitaler Barrierefreiheit an deutschen Hochschulen und damit eben eine chancengerechte Teilhabe an der Lehre für alle Studierenden zu ermöglichen. Dafür entwickeln wir und haben auch schon entwickelt unter Partizipation von Lehrenden und Studierenden verschiedene Lösungen, Materialien und Strategien im Sinne des Universal Design for Learning, die zu mehr Barrierefreiheit in unseren Hochschulen beitragen sollen. Kleiner Hinweis, alle unsere Ergebnisse werden auch Open Access zur Verfügung gestellt. Sie bekommen am Ende auch ein paar Links bzw. QR-Codes, mit denen Sie darauf zugreifen können. Genau, zu Beginn des Projektes wollten wir uns erstmal einen Überblick über den aktuellen Stand an unseren Projekthochschulen machen und die Bedarfe der Hochschulangehörigen kennenlernen. Für unseren heutigen Vortrag sind vor allem die Lehrenden relevant, da ihre Gestaltung der Lehre eben einen großen Einfluss auf die Zugänglichkeit der Lehre hat. Wir wollten herausfinden, was wissen die Lehrenden über digitale Lehrgestaltung für alle, welche Erfahrungen und Einstellungen bringen sie mit in Bezug auf digitale Barrierefreiheit. Dafür haben wir im Januar 2022 eine standardisierte Online-Befragung mit insgesamt 179 Lehrenden durchgeführt und die danach noch mit leitfadengestützten Interviews mit 6 Lehrenden ergänzt. Die Daten haben wir mit der Methode der deskriptiven Statistik und der Inhaltsanalyse nach Meiring ausgewertet. Und ich habe Ihnen ein paar spannende Ergebnisse schon mal mitgebracht. Grundsätzlich schätzen Lehrende ihre Kenntnisse zum Thema digitaler Barrierefreiheit nur mittelmäßig bis gering ein. Es waren weniger als 6%, die sich selbst ein umfangreiches Wissen zuschreiben. Auch die Erfahrungen, die die Lehrkräfte mit der Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit bereits gemacht haben, beschränken sich auf wenige Funktionen. Der Grund dafür war vor allem oder wurde genannt von den Lehrenden, waren vor allem zeitliche Ressourcen und ein geringes vertieftes Wissen zu digitaler Barrierefreiheit.
Bedenken und Zweifel auch an der zukünftigen Umsetzung wurden insbesondere im Hinblick auf den zeitlichen, technischen und didaktischen Mehraufwand geäußert. Aber auch 15% der Lehrkräfte haben Zweifel an der Relevanz und dem Mehrwert von digitaler Barrierefreiheit geäußert. Und dem wollten wir uns annehmen und haben die Lehrenden deshalb gefragt, was sie brauchen, um ihre Lehre barrierefrei zu gestalten. Ich habe hier mal ein paar Zitate aus unserer Befragung mitgebracht, die das Stimmungsbild da ganz gut abzeichnen. Also grundsätzlich war der Tenor, möglichst einfache und zeitschonende Tools zu haben, klare Vorgaben, vielleicht eine Liste mit umzusetzenden Maßnahmen, aber auch einen Muss- und Kann-Kriterienkatalog. Was aber auch gewünscht war, war eher eine strukturelle Unterstützung, zum Beispiel durch das Rektorat, ganz spezifisch in Form von Deputatsreduktionen wurden zum Beispiel genannt. Genau, und diese Wünsche haben wir uns genommen und daran angelehnt mehrere Moodle-Kurse entwickelt, die die Lehrenden eben unterstützen sollen. Und wir starten jetzt auch richtig in unsere Geschichte rein. Die Protagonistin unserer Geschichte, wie man sieht, steht vor einer scheinbar unüberwandbaren Barriere. Hier der reißende Fluss. Sie wünscht sich, wie viele Lehrende, ein Werkzeug, mit dem sie eine Brücke bauen kann, um mehr Menschen auch auf ihre Seite des Flusses einladen zu können. Dieses Werkzeug ist in unserem Fall der erste Moodle-Kurs, Moodle-Kurse barrierefrei gestalten, was ein didaktischer Doppeldecker ist, der eben die Lehrenden bei der Umsetzung von Moodle-Kursen unterstützen soll. Kurz erstmal ein paar allgemeine Daten zu Moodle. Moodle ist das meistgenutzte Lernmanagementsystem an deutschen Hochschulen. An unseren Projekthochschulen nutzen das fast 70% der Studierenden. Allerdings ist Moodle nicht grundlegend barrierefrei. Wie Sie hier in der Abbildung sehen können, entstehen aber fast die Hälfte der Barrieren nicht durch das System selbst, sondern durch Autorinnenfehler. Und die wollen wir versuchen zu vermeiden. Häufige Barrieren sind Schwierigkeiten mit der Navigation, Unübersichtlichkeit, Reizüberflutung. Und diese Punkte haben wir aufgegriffen in unserem Kurs und dazu eben Materialien erstellt. Es gibt daher Inhalte zu Schwierigkeiten und Barrieren von Studierenden mit Moodle, Bedienungs- und Umsetzungshilfen zur Erstellung eines barrierefreien Moodle-Kurses, aber auch Tipps und Tools zur Überprüfung auf Barrierefreiheit und ein Leitfaden zu E-Prüfung in Moodle. Hier einmal einen kleinen Einblick, wie das in dem Kurs aussieht. Also es ist ein Moodle-Kurs, kennen vermutlich viele. Und wir haben da Checklisten mit dem Fortschrittsformat erstellt, die Sie abhaken können für die Barrierefreiheit von Moodle-Kursen. Aber auch auf der rechten Seite Inhalte zur Prüfung, also zu Prüfungstools, zu Barrierefreiheit. Genau, Sie können sich später vielleicht auch selber noch mal ein bisschen umschauen. Geht deshalb weiter an Sarah. So, jetzt mache ich weiter. In unserer Geschichte hat nun unsere Heldin oder Protagonistin das Grundgerüst für ihre Brücke, aber merkt, so kann sie noch nicht drüber gehen. Und deswegen muss sie das Ganze mit Brettern auslegen, die in unserem Fall das Materialpaket Barrierefreie Lehre sind. Unser Materialpaket Barrierefreie Lehre hat 3 übergreifende Inhalte, Checklisten zur barrierefreien Dokumenten, Checklisten für die barrierefreie Lehre allgemein und eine Wissensdatenbank. Alle 3 sollen dabei helfen, barrierefreies Material herzustellen, barrierefreie Lehre zu gewährleisten und auch zu sensibilisieren. Okay, beginnen wir mit den Checklisten barrierefreie Dokumente. Also die sind einfach vor allem da, wie der Name schon sagt, dass die verschiedenen Dokumente barrierefrei gestaltet werden können. Dafür haben wir optimierte Checklisten und Checklisten nach den EU-Standards. Die Checklisten nach den EU-Standards sind sehr umfangreich und dienen dazu, zu zeigen, was eigentlich für gesetzliche Anforderungen an Lehrende, was barrierefreie Lehre und Dokumente angeht, gestellt wird. Das ist sehr umfassend und wie wir ja in der Bedarfserhebung bei Judith schon gehört haben, für die Lehrenden einfach sehr viel und deshalb haben wir unsere optimierten Checklisten erstellt. Dazu gibt es dann noch Umsetzungshilfen, die unterstützen. Also, der Inhalt ist erstmal Checklisten für Word, PowerPoint, Excel und PDF
Und zu Word und PowerPoint gibt es noch Umsetzungshilfen, die eben genau erklären, wie das dann in dem jeweiligen Programm umgesetzt wird und warum es wichtig ist. Die EN-Kriterien, die Checklisten dazu gibt es für Word, PowerPoint und Excel und alles kann auch gedownloadet werden, sodass es einfach auch offline genutzt werden kann. Unsere Checklisten für die barrierefreie Lehre, wie der Name auch hier sagt, ist dafür, einfach die Lehre insgesamt online barrierefrei zu gestalten. Also es geht vor allem um didaktische Hinweise, weil, wie wir auch hier in unserer Sprechblase, ein Zitat aus unserer Bedarfserhebung, erfahren haben, gibt es wenig Hinweise für Lehrende. Also unsere Inhalte sind hier einfach, wie man inklusiv digitale Lehre planen kann und das im Kontext vom ganzen Semester, aber auch im Kontext von einzelnen Sitzungen, also Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und wie so ein inklusiver Classroom gestaltet werden kann. Wie Judith schon gesagt hat, wird Moodle auch super viel genutzt an den deutschen Hochschulen. Deswegen haben wir auch hierfür wieder Checklisten und Umsetzungshilfen, die helfen, das Ganze einfach barrierefrei zu gestalten und für Video das Gleiche, weil wir während Corona ja auch gesehen haben, dass Videos ein häufig genutztes Werkzeug sind. Wie das Ganze aussieht, sehen wir jetzt hier. Links oben sehen wir zum Beispiel die Checkliste Word barrierefrei. Hier gibt es dann verschiedene, also hier kann man einfach anklicken, wenn man was erfüllt hat. Zum Beispiel steht hier, Verwendung von Farbe soll gering sein. Und die Leiste, die Sie hier sehen, die noch komplett leer ist, die füllt sich dann. Und dann sieht man auch, zu wie viel Prozent das Dokument, das man überprüft oder bearbeitet, schon barrierefrei ist. Wenn man was aber nicht versteht oder nicht weiß, wie man es umsetzen soll, dann kann man auf das blaue Symbol dahinter gehen und wird direkt zu dem passenden Kapitel in unserer Umsetzungshilfe weitergeleitet. Das sehen wir unten rechts. Und zu jedem Kapitel gibt es dann, was ist damit gemeint, warum ist es wichtig und wie wird es umgesetzt oder geprüft. Da gibt es dann auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie man in Word oder PowerPoint umgeht. Hier unterscheiden wir auch zwischen Mac und Windows, weil es da ja auch Unterschiede gibt. Unsere Wissensdatenbank ist, wie der Name schon sagt, wie eine große Bibliothek mit verschiedenen Büchern zu wichtigen Themen in der Online-Barrierefreiheit. Unterstützt mit Good Practice, also Beispielen aus der Praxis, wo sich Lehrende eben anschauen können, wie wird es woanders schon umgesetzt, wie kann ich das vielleicht auch umsetzen oder da was übernehmen oder mich daran orientieren. Unsere Inhalte hier sind die E-Prüfungen, der Nachteilsausgleich, zugängliche Sprache, Lehre für alle, barrierefreie Fachliteratur und eben die rechtlichen Regelungen. Das soll einfach zeigen und die Unsicherheit von Lehrenden aufheben, dass sich der Aufwand lohnt, weil die Studierenden einen Nutzen davon haben. Hier sehen wir die Wissensdatenbank, am Beispiel E-Prüfungen barrierefrei gestalten. Das ist dann so ein Buch in unserem Moodle-Kurs und da wird erstmal erklärt, was ist es, was gibt es überhaupt für E-Prüfungen, zum Beispiel auch, was es in Moodle für E-Prüfungen gibt, was es für Unterscheidungen gibt und es wird alles sehr detailliert und kleinschrittig auch erklärt. Wir arbeiten auch viel mit tabellarischen Übersichten, wie hier auf der rechten Seite sichtbar, wo sich die Lehrenden einfach auch anschauen können, okay, wie möchte ich es gestalten? In dem Fall jetzt asynchron, synchron oder hybrid und können es dann eben ganz individuell auf ihre Lehre auslegen. Okay, nun haben wir die Bretter und unsere Protagonistin merkt, es ist immer noch ein bisschen wackelig, wenn ich über die Brücke gehe. Ich brauche noch ein bisschen mehr Sicherheit. Ich brauche wohl ein Geländer, an dem ich mich einfach auch festhalten kann. Dieses Geländer stellt unser Moodle-Kurs Digitale Barrierefreiheit an Hochschulen dar. So, hier haben wir einfach mal gesammelt, was ist denn auf der organisatorischen und strukturellen, strategischen Ebene der Uni wichtig für die Barrierefreiheit? Also was muss auch von oben kommen, von der Hochschulleitung, damit Barrierefreiheit sich auch in die Grundstrukturen einbaut? Dafür haben wir in unserem Moodle-Kurs einfach mal gesammelt, was wichtig ist und 9 verschiedene Bücher, die relativ einfach zu navigieren sind, erstellt. Damit das Ganze nicht super langweilig ist und nur Fließtext und die Personen, die das lesen, dann einfach vor so einen Blocktext gesetzt werden, haben wir entschieden, mit noch so ein paar Hinweisen zu arbeiten. Also zum Beispiel Handlungsempfehlungen, das sind die grünen Haken, die einfach ganz genau sagen,
das und das ist die Empfehlung, das sollte man machen. Auf dem Beispiel in der rechten Seite ist es zum Beispiel, dass man einfach zum Thema Nachteilsausgleich einen Leitfaden zur Verfügung stellt. Gleichzeitig haben wir das Ganze mit Zusatzinformationen aus verschiedenen Studien oder anderen wissenswerten Informationen angereichert, die man durch die Glühbirne erkennt. Das Ganze wird dann noch durch die Good Practice abgerundet. Und zwar sind die Good Practice einfach Beispiele aus anderen Hochschulen oder verschiedene Leitfäden. Also alles, was es schon zu dem Thema gibt, damit eben auch in der Hochschule gesehen wird, man muss nicht bei Null anfangen. Man kann sich auch daran orientieren, wie andere das schon gemacht haben. Um dann aber auch den Nutzen zu zeigen und zu zeigen, dass es wichtig ist, haben wir aus unseren Interviews und Erhebungen Zitate von Lehrenden, Studierenden, Leitenden und auch Expertinnen in dem Feld eingefügt, um zu zeigen, ja, zu dem Thema, da gibt es einfach auch Nutzen. Es gibt Leute, die das brauchen und das denken die verschiedenen Personengruppen an der Uni dazu. Unsere Themen hier sind die Strategieentwicklung, Anreizsysteme schaffen, IT und Technik, die Beschaffung, die Beratung und die Anlaufstellen an der Universität, wie Sensibilisierung gestaltet werden kann, der Nachteilsausgleich, Feedbackmanagement, zum Beispiel auch in Form von Feedbackschleifen oder auch eben das Planen von Studium und Lehre. So, mit diesem Kurs hat nun unsere Protagonistin hier unsere Brücke fertig gebaut und kann da sicher drüber gehen. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass nicht nur sie sicher drüber gehen kann, sondern auch jede andere Person, unabhängig von der Einschränkung, weil die Barriere nun keine Barriere mehr ist, sondern weil es jetzt einen Weg darüber gibt. Und genau das ist eben das Ziel, das wir mit unserem Projekt auch verfolgen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne jederzeit durch den Chat an uns wenden. Hier finden Sie auch QR-Codes zu unseren verschiedenen Moodle-Kursen. Die sind frei zugänglich. Da können Sie einfach beitreten. Sie können uns gerne Feedback geben. Sie können gerne alles ausprobieren. Wir freuen uns. Und unser Materialpaket Barrierefreie Lehre gibt es auch schon auf Englisch, um da auch die sprachliche Hürde zu überwinden. Hier sind noch unsere Quellen und hier sind noch unsere Quellen, aber von unserer Seite erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Interesse an der PowerPoint haben oder mehr Informationen haben wollen, können Sie sich gerne bei uns melden.